Eine Laboranalyse hat eindeutig ergeben, dass die Legionelleninfektionen in Warstein von Erregern in der Kühlanlage der Firma Essa ausgelöst wurde. Martin Exner, Leiter des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Wir gehen jetzt davon aus, dass die hohe Kontamination, die bei der Firma Essa festgestellt worden ist, wahrscheinlich aus der auf die Belastung aus der Vester möglicherweise unterhalb der Kläranlage, aber noch im Einzugsbereich der Firma Essa zurückzuführen ist. Die Krankheit werde nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Die Legionellen werden ausschließlich durch feinste Tröpfchen eingeatmet. Die müssen lungengängig sein. Trinkwasser, das mit Legionellen belastet ist, kann man trinken. Nun muss nach Ansicht der Experten untersucht werden, ob eine Kausalkette zur Kläranlage Warstein besteht. Landrätin Eva Irrgang. Wir arbeiten hier auf Hochdruck, alle Experten, alle Mitarbeiter, ob es die Wasserleute, die sind ständig unterwegs. Wir setzen alles daran, diese Situation so schnell wie möglich, auch für die Warsteiner, in den Griff zu bekommen, beziehungsweise auch diesen Zustand der Verunsicherung zu beenden. Uns ist das durchaus klar. Trotzdem steht für uns, und ich will das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, die Sicherheit im Vordergrund. Wegen der noch zu klärenden Fakten gab der Kreis noch keine Entwarnung. Der Bürgermeister bat die Warsteiner um ein paar Tage Geduld.